Stande, zweimal Funghi mit extra Pilze und ohne Champignon. Si. Prosciutto, senza prosciutto. Si. E. Che cosa? Eh? La super di menestrone. Si, non problema. In 10 Minuten ist Pause, da müssen die Sachen da sein. Und ich mit dem Käsegeizen, mein Lieber. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Und Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Endlich, Bonn hebt Nacktflugverbot auf. Sensation, Heino dreht Hitchcocks Vögel nach. Dramatisch, Generalstreik im Einzelhandel. Und toll, Claudia Schiffers Bruder wird Model. Die Themen der Woche. Die ARD-Tagesschau feierte in dieser Woche ihr 40-jähriges Jubiläum. Genau am 1. Oktober wurde die Jubiläumsausgabe der wohl ältesten Fernsehsendung Deutschlands ausgestrahlt. Grund genug für die Wochenshow, Dagmar Berghoff persönlich zu gratulieren. Halt, stopp, noch nicht anfangen! Moment, ich komme. Mit Hoffnungen und Appellen hat heute der Nahost-Krisengipfel in Washington begonnen. Zum Auftakt rief Israels Präsident Weizmann dazu auf, einen Weg zum Frieden zu finden, statt weiter Gewalt auszuüben. Nicht 40, aber immerhin 2,5 Jahre gab es für Konstantin Wecker. Zu dieser Gefängnisstrafe wurde der Sänger wegen Drogenbesitzes verurteilt. In dieser Woche gab der Liedermacher aber schon wieder ein Konzert. Eintrittskarten waren allerdings nicht erhältlich. Auf ihren großen Auftritt warten zurzeit auch die Kandidatinnen für die Wahl zur Miss Germany 1996. Zu den aussichtsreichsten Teilnehmerinnen zählen Miss Nordrhein-Westfalen, Miss Schleswig-Holstein und Miss Mecklenburg-Vorpommern. Krasse Außenseiterin dagegen ist Miss Brühl. Weniger schön ist auch das, was uns die Bonner Politiker tagtäglich im Bundestag bieten. Langweilige und oft unverständliche Reden sind mit ein Grund für die Politikverdrossenheit vieler Bürger. Deswegen haben sich die Abgeordneten jetzt professionelle Hilfe geholt. Alles auf Position und Ruhe bitte. Ach Kinder, kommt, ihr wisst doch, morgen im Bundestag ist die wichtige Debatte. Lasst uns in Ruhe proben, ja? Wer ist der Nächste? Aha, der Norbert. Norbi, bitte auf Position und Power, ja? Energischer Norbert. Gegen dich ist der Schatten ja ein Tornado. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Richtig, Norbert. Hier, hallo. So, und jetzt gib mir dein ganzes Programm. Norbert, Action. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mein Gott, jetzt spottert ihr auch noch. Ich hab dir doch tausendmal gesagt, du sollst in ganzen Sätzen reden. Ich gestehe, dass mir dieser Vorschlag nicht leicht fällt. Ich gestehe es ausdrücklich, hier an diesem Pult. Och, nicht so dramatisch, Norbert. Du hast einfach deinen Text nicht gelernt. Dann lies halt ab, in Gottes Namen. Ich halte es für grotesk. Grotesk. Nuschel doch nicht immer so. Trink erst mal einen Schluck. Also, bitte mal. Ich halte es für grotesk, das kann doch nicht eine Transaktion mit über 10 Milliarden Steuergeldern zu finanzieren. Nicht so leiern, Nobby. Das ist doch keine Büttenrede. Jetzt will ich mal was ganz Konkretes. Ganz konkret. Schluss, aus, Ende. Das war's. Norbert, darf ich dir mal was sagen? Ja, bitte. Du bist völlig ungeeignet für den Job. Ich war ja noch nicht fertig. Nein, Ende, du bist
fertig. Ich auch. Den richtigen Ton treffen, das gilt nicht nur für Politiker, sondern auch für Polizisten. Immer wieder geraten Polizeibeamte in Situationen, in denen es auf die richtige Wortwahl besonders ankommt. Deutschland im Jahre 1996. Noch nie schieden so viele Menschen wie heute unfreiwillig aus dem Leben. Ob durch Unfälle beim Sport, Unfälle in der Freizeit oder durch Unfälle bei der Arbeit. Die Funktion des Polizeibeamten als Todesbote wird immer wichtiger. Und hier haben die Beamten Defizite. Ja, also wie man eine Todesmeldung überbringt, das Thema ist bisher eigentlich eher vernachlässigt worden. Ja. Es gab dazu eigentlich auch gar keine spezielle Ausbildung. Das hat bisher immer der gemacht, der besonders gut drauf war. Ja. Der eben halt Lust dazu hatte. Ja. Genau hier liegt das Problem. Bislang hing die Qualität einer solchen Hiobsbotschaft alleine vom Einfühlungsvermögen und der Pietät der beauftragten Beamten ab. Ach, schönen guten Tag, Herr Wachtmeister. Ach, Ihr Alter ist tot. Ja. Schönen guten Tag, Herr Wachtmeister. Ihr Mann ist tot. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Ihr Mann ist verunglückt. Mit solchen Irritationen ist jetzt Schluss, beteuert Innenminister Kanter. Wir brauchen einen Mut zu grundlegenden Erneuerungen. Als Richtlinie für die polizeiliche Grundausbildung hat der Arbeitskreis Hiob e.V. jetzt einen Katalog entwickelt, der hoffentlich bald bundesweit Schule machen wird. Ihr Mann ist tot, Ihr Mann ist tot. Ihr Mann ist tot, Ihr Mann ist tot, tot. Der Nachrichtenüberblick. Bonn. Einen heftigen Streit gab es in dieser Woche zwischen Bundeskanzler Kohl und Außenminister Kinkel. Der Kanzler warf Klaus Kinkel vor, er mische sich in fremde Angelegenheiten ein. Helmut, ich hab die Hannelore nicht angefasst. Ja, hör doch auf, ich hab's doch genau gesehen. Erzähl doch deine Kinkelchen. Hast du dauernd an ihr rumgefummelt, so geiler Bock. Ich hab gedacht, da wär ein Fleck auf der Bluse und hab ein bisschen rumgerubbelt. Echt sau, dumme Lügengesichten. Ja, gibt's denn sowas? Hannover. Im Innenministerium wurde in dieser Woche eine neue, hochmoderne Computeranlage installiert. Sogar Minister Kanter beschäftigt sich rund um die Uhr mit der neuen Technik. Wiesbaden. Die Vereinigung Deutscher Notärzte fordert schärfere Bestimmungen im Umgang mit Spenderorganen. Nach einer internen Studie gelangen die Transplantate immer öfter an den falschen Empfänger. München. Die bayerische Landesregierung will den Verkauf von Getränkedosen ab sofort verbieten. Den Anstoß für diese Maßnahme gab Ministerpräsident Edmund Stoiber selbst. Trier. Mit einem feierlichen Gottesdienst wurden heute 23 Priester offiziell in ihr Amt eingeführt. Bischof Lehmann gab den angehenden Seelsorgern dabei einige praktische Ratschläge. Bonn. Nach einem Bericht des Gesundheitsministeriums leiden immer mehr Bundesbürger an Schlaflosigkeit. Deshalb kommt ein großer Arzneimittelhersteller jetzt mit einem neuen Produkt auf den Markt. Kennen Sie das auch? Sie sind verspannt und können tagsüber nicht schlafen? Dann brauchen Sie Plenum Forte. Plenum Forte, damit Sie auch tagsüber wieder durchschlafen können. Plenum Forte. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fraktionsvorsitzenden oder den Gesundheitsminister. Das war der Nachrichtenüberblick.
Zurück zu Lücke. Anke, Bastian. Das Tier, meine Damen und Herren, ist der beste Freund des Menschen. Leider werden unsere vierbeinigen Gefährten immer wieder gequält und ausgenutzt. Zum Glück gibt es Menschen, die sich aktiv für den Tierschutz einsetzen. Menschen wie Reinhard Gabler, ein erfahrener Tierschützer. Guten Abend, Herr Gabler. Guten Abend, Herr Lück. Herr Gabler, Sie setzen sich ja nun schon seit vielen Jahren für Tiere ein. Welches war denn Ihre letzte große Aktion? Das war 1973. Mhm. Ja, nun, das liegt aber doch jetzt schon einige Zeit zurück, nicht wahr? Ende 73. Ah ja, gut, ja. Gut. Herr Gabler, was war denn da Ende 73? Ich habe einem alten Mann über die Straße geholfen. Ja, entschuldigen Sie die Frage, aber was hat das mit Tierschutz zu tun? Der wäre fast auf ein Eichhörnchen getreten. Gut, okay, d'accord, d'accord, alles klar. Herr Gabler, aber das liegt ja nun schon 23 Jahre zurück. Welches war denn Ihre letzte spektakuläre Aktion, mit der Sie für den Tierschutz gekämpft haben? Keine, die mir jetzt spontan einfällt. Ich glaube, das war's. Sie wollen also allen Ernstes behaupten, Herr Gabler, dass Ihre Karriere als Tierschützer aus dieser einzigen Aktion bestanden hat? Ja. Nein. Diesen popeligen Vorfall von 1973. Herr Lück, auch Eichhörnchen brauchen gerade unsere Hilfe. Aber ja, Herr Gabler, aber ja, Sie haben also ein einziges Mal ein Eichhörnchen davor bewahrt, von einem Rentner plattgetreten zu werden und nennen sich Tierschützer. Hm? Ja, ich mache mehr, als Sie glauben. Ich meine, ich hänge das nicht so an die große Glocke. Doch, das tun Sie, Herr Gabler. Genau das tun Sie. Sie kommen hier in dieses Studio, setzen sich in eine Live-Sendung und sagen, ich bin Tierschützer. Ich will Ihnen mal was sagen, Herr Gabler. Wenn Sie mir nicht sofort und auf der Stelle einen Fall nennen, mindestens einen Fall, in dem Sie einem Tier wirklich geholfen haben, dann werde ich Sie eigenhändig achtkantig herausschmeißen. Haben wir uns verstanden, Herr Gabler? Gut, wenn Sie wollen. Also da war dieser Bauer in der Eifel. Der hat jahrelang zugelassen, dass sein Hofhund die Hühner fast zu Tode hetzte. Gut, ja. Und was haben Sie getan? Ich habe den Hund erschossen. Sie erschießen einen Hund und nennen das Tier freundlich. Ach mein Gott, das Tier, der Hund, der war so alleine, ne? Allein der Hund. Sie haben wohl den Bauern vergessen, hä? Nein, den habe ich nicht vergessen. Den habe ich vorher erschossen. Raus. Fußball. Im Allgemeinen zählt Dortmunds Trainer Ottmar Hitzfeld zu den ruhigen Vertretern seines Faches. Doch wenn es sein muss, zeigt auch er lautstark, was er auf dem Spielfeld sehen möchte. Oh. Oh. Wir wollten das andere Programm sehen. Mensch, ist der blöd. Umschalten! Für die Bundesligaspieler selbst ist es allerdings oft noch viel schwerer, Ruhe zu bewahren. Vor allen Dingen dann, wenn sie von ihren Gegenspielern gezielt provoziert werden. Ey, Klos! Ich war letzte Nacht mit deiner Frau zusammen. Weißt du, was die mir erzählt hat? Du bist im Bett ein richtiger Trauerklos. Lass mich los, den mach ich alle! Mann. Junge, Junge, als wir dann in die Verlängerung gegangen sind. Du Miserable, ich mach dich fertig, einer geht noch rein. Wenn ich dich in den Finger kriege, da bist du dran. Wir schalten jetzt, meine Damen und Herren, live zum Bielefelder Stadtmarathon, wo in den nächsten Minuten eine Entscheidung fallen müsste. Unser Reporter ist Marco Rima. Hallo hier in Bielefeld, wo sich einige der besten Langstreckler der Welt zum 7. Stadtmarathon getroffen haben. Großer Favorit ist wieder einmal Johnny Kipketer aus Kenia, der schon zweimal das Preisgeld mit nach Hause nehmen konnte und natürlich den Streckenrekord hält. Meine Damen und Herren, nach den letzten Meldungen wird Kipketer in etwa 20 Minuten im Ziel eintreffen. Und da kommt er, unglaublich, Johnny Kipketer in Ziellinie. Er wird seinen eigenen Rekord um etwa 15 Minuten unterbieten. Ja, pulverisieren. Meine Damen und Herren, das ist ja gar nicht Kipketer. Nein, das ist ein junger, unbekannter Läufer mit der Startnummer 229. Die Nummer ist ja gar nicht aufgeführt. Moment mal. Entschuldigen Sie.
Riemer von der Wochenschau. Hätten Sie Zeit für ein kleines Interview? Ja, natürlich. Aber ich muss erst mal kurz Luft. Ja. So, was möchten Sie wissen? Zuerst einmal, wer sind Sie? Detlef Bleicher. Ich laufe für die LG Tirschenreuth. Sie haben es vielleicht noch gar nicht realisiert, aber Sie haben die Zeit von Kip Ketter um 16 Minuten. 16 Minuten unterboten. Ja, ich habe Johnny 12 Kilometer vor dem Ziel überholt. Ich denke, er wird einen sehr guten zweiten Platz abliefern. Aber Sie als Newcomer, ich meine diese Fabelzeit, wie kommt das? Hartes Training und die richtige Einstellung zum Job. Meine Damen und Herren, Sie waren soeben Zeugen eines unglaublichen Sportereignisses, eines Wunders, würde ich sagen, was man alle Jubeljahre nur einmal miterleben kann. Ich als Journalist kann da nur sagen, das war einfach... Herr Meister, Ihr Wechselgeld. Wechselgeld? Nein, nein, ich meine, ja, stimmt so. Ich meine, nee, es ist okay, danke. Hier. Echt? Dankeschön. Wie? Das... Oh, Moment. Hey, ich brauche Sie noch für den Frankfurt-Marathon. Ja, Moment mal. Gleich sehen Sie alles über schnellen Sex und Spartacus, den größten Stuntman der Welt. Also, bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow und das sind unsere Themen im zweiten Teil. Überraschung, Harald Junke dreht das Boot Teil 2. Endlich, Jaja Gabor bekommt neues Hüftgelenk. Und Tag der offenen Tür im Bundestag. Unsere Gesellschaft, meine Damen und Herren, wird immer kurzlebiger. Was zählt, ist Geschwindigkeit. Schnelle Autos, schnelles Essen und nun sogar der neueste Trend aus den USA. Schneller Sex. Guten Tag. Hallo. Willkommen bei McSex. Mhm. Ihre Wünsche, bitte. Aha. Geben Sie mir einen McGirl. Selbstverständlich, ein McGirl. Möchten Sie auch McTits dabei? Ja, gerne. Zwei, wenn es geht. McGroß oder McKlein? McMittel? Also einmal McGirl mit zwei mittleren McTits. Möchten Sie auch McÖl oder McGummi dazu? Gerne. Als McSpecial hätten wir heute McOrgie. Das kommt leider nicht in Frage. Ich muss morgen früh raus. Verstehe. Es wäre dann also einmal McGirl mit zwei mittleren McTits, dazu McÖl und McGummi, macht 350 D-Mark. Wie bitte? 350 Mark. Wir haben diese Woche McSpar. McSpar? McWucher ist das. Das könnte ich sonst wohin stecken. Das kostet dann noch mal 100. 200. Ist Ihre Versicherung zu teuer? Fühlen Sie sich unzureichend geschützt? Sind Ihre Prämien zu niedrig? Wenn Sie all diese Fragen mit Ja beantworten können, dann brauchen Sie eine bessere Versicherung. Derrick und Klein Versicherungen beraten Sie gerne. Sprechen Sie mit uns über Ihr persönliches Versicherungspaket, zu Hause oder bequem per Telefon. Schluss mit leeren Versprechungen. Derrick und Klein hat für Sie die richtige Versicherung. Ist klar, Chef. Zweimal Hausrat, einmal Leben. Spartacus, meine Damen und Herren, ein Name, dessen Klang uns ehrfurchtsvoll erschaudern lässt. Der größte Stuntman der Welt wird uns heute einmal mehr an die Grenze des Begreifbaren führen. Denn heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie. Eine Live-Schaltung in die Stuntwerkstatt von Spartacus. Hallo Spartacus, schön, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Hallo Ingolf, ich wusste gar nicht, dass Sie aussehen wie eine Kamera. Spartacus, was werden Sie uns denn heute zeigen? Heute drehe ich einen sehr gefährlichen Filmstunt. Ich sitze in einem Auto und werde von einem Kleinwagen überrollt. Mit dem richtigen Kamerawinkel und ein paar Tricks sieht das aus wie eine Szene von allerhöchster Dramatik. Pfoten weg, Fuji. Pfoten weg, Fuji. Ich setze mich in diesen 200.000 Mark teuren Luxuswagen. Und Fuji klettert hier hinauf in diesen Kleinwagen.
Dann gebe ich ihm ein Zeichen. Fuji fährt los und bleibt präzise hier hinter diesem Wagen stehen. Kapiert, Fuji? Kapiert, Fuji. Dann setzen wir eine Puppe in das Auto. Und auf ein weiteres Zeichen fährt Fuji los und walzt Puppe und Auto erbarmungslos platt. Und hinterher sieht das Ganze aus, als wäre ich überrollt worden. Hey, das klingt ja großartig, Spartacus. Das ist großartig, Ingolf. Okay, Fuji, wenn ich Stopp sage, hältst du an, kapiert? Hältst du an, kapiert? Und Action! Hey, das hat ja auf Anhieb geklappt. Toll, das hätte ich dieser Niete nie zugetraut. Großartig. Fantastisch, Fuji. Fantastisch, Fuji. Okay, dann machen wir weiter mit der Puppe. Die Puppe kommt ins Auto. Und genau denselben Kamerawinkel wie bisher, okay? Alles klar, Spartacus. So, wir machen das Bild frei. Und Action! Okay, ich bin tot. Zum Schluss zeige ich Ihnen noch, welcher Bundesliga-Fußballer der größte Fan der Wochenshow ist. Verpassen Sie gleich nicht Fritz Egner mit den witzigsten Werbespots der Welt. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Tschüss. Das ist eigentlich Dr. Thomas, ja? 100.000 die Woche. Ich bin nicht Bärbel Schäfer. Bleib ich lieber hier, du. Ja, ja. Hey, ich sag dir, Mario, warst du da oben? Hey, Mario, kommst du mit Wochenshow gucken? Ist doch vorbei jetzt. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ist doch vorbei jetzt. Ja komm, war ja nur ein Spaß, ne?